Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einem weiteren Teil LS17 hier auf der wunderschönen Südhemmern. Mit von der Partie sind natürlich, wie in der letzten Folge auch, meine beiden Teilzeitbekloppten Sven und Markus. Hallo. 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 Ja, wir sind immer noch hier am Ansehen. Ich sehe gerade Raps an. Der Markus sät im Moment Weizen an, genau. Und der Sven, weiß nicht, was er macht. Der pimmelt die ganze Zeit rum. Nein, ich habe gerade nochmal den Hänger voll gemacht mit Saatgut. Das kann ich mal ins Lager bringen und danach weiß ich nicht, was ich machen soll. Wir müssten, also du könntest rein theoretisch Gras mähen. Ja. Gras, für Silo, ne? Ja, für Silo. Ich glaube, wir können aus Gras brauchen wir später auch für die Tiere zum Füttern. Ja, ja. Ja. Da brauchen wir auch noch links, ne? Einfach ein bisschen was ins Lager. Ne, wir haben ja einen Ladewagen, den kleinen. Und Schneidwerk haben wir mehr, auch. Mehrwerk haben wir. Haben wir. Haben wir auch? Ja. Achso. Ja. Aber für den Ladewagen reicht das im Verhältnis. Mhm. Musst du zur Wiese fahren oder so? Ich weiß noch nicht, ob du das jetzt schon alles abwenden kannst. Mal gucken. Das könnten wir noch machen. Oder wir könnten auch tauschen, Sven, dann kannst du hier sehen, dann mache ich Gras. Nee. Nee. Vergiss es. Gras. Sehen ist so öde, ne? Nö, nee, das nicht. Ja, ich würde es auch machen, aber ich habe irgendwie Bock auf Gras, Rasenmähen. Auf Gras, ja? Ja, auf Gras. Also ich finde, mit dem großen Horsch hier, den wir jetzt haben, mit den 9 Metern Arbeitsbreite, geht das eigentlich ganz gut, ne? Also da schaffst du ja schon was. So, ja. Also Saatgut ist im Lager. Gut. Schon ein bisschen was. Ja, ich bin auch gleich leer. Ich habe noch 18%. Markus hat noch 22. Ich habe noch 22, genau. Alter, 90 Liter braucht er. 80 bis 90 Liter, ne? Das ist schon ganz schön viel. Ja, Entschuldigung, bei knapp 800 PS. Naja, er muss ja auch hier die Maschine durch den Dreck ziehen. Mit 9 Metern Arbeitsbreite ist das ja auch schon... Und nicht ohne. So. Gut, dass es hier keine Vögel gibt, die jetzt die ganzen Saatkörner wieder rauspicken. Fahren wir wieder in die Nacht. In die Nacht. Wir können aber ein bisschen aus der Innenperspektive fahren. Fahr ich die ganze Zeit. Ja? Ja? Ja, ich fahre die ganze Zeit in Perspektive. So, jetzt muss ich mal gucken. Wiese 1. Oh, da fahre ich mal rechts in der Ecke. Nee, das ist Wiese 2. Ich will nach Wiese 1. Mio. Ah, alles klar. So. Och, Kugel. Nerv mich nicht. Ein riesenlautes Dung-Dung hier. Wieder reinhauen. Hört mal wieder in der Aufnahme. Oder Windows, besser gesagt. Windows. Windows ist am Nerven. So. Mal gucken, dass wir uns hier so ungefähr den Abstand halten. Wenn aus der Innenperspektive fährt, dann ist natürlich nicht schlecht, wenn du irgendwie so mit den Spurreißer arbeitest, ne? Ja. Schon nicht ohne. Ne? Halt mich so gut wie es geht da gleich einen Abstand da, dann passt das schon so ungefähr. Ja. Dann wollen wir mal gucken, ob da was abgeht. Ich glaube nicht.
kurz, ne? Ja, sehr kurz. Dann sieht man das nicht auf unserer Anzeige hier. Ne, sieht man nicht. Bist du denn auf welcher Wiese? Ach da. Auf 1. Ja, vielleicht muss das auch erst wachsen. Keine Ahnung. Oder wir müssen das Gras anbauen. Nicht, dass sie das geändert haben. Ich meine, das muss wachsen. Ganz normal. Meine ich auch. Ja. Und da ich da, wo wir das Spiel gestartet haben, sind alle Wachstumsstufen zurückgesetzt worden. Durch die Season. Wahrscheinlich ist auch das Gras dann zurückgesetzt worden. Kann ich mir jetzt so vorstellen. Ja. Ja gut. Ja, gut, dann können wir halt kein Gras mähen. Nee. Ich habe kein Saatgut mehr, noch 36 Körner. 26 meine ich. Bei mir steht 0%. Ah ja, 10 Körner habe ich noch. 3, 2, 1. Alle. So. Zusammenklappen, mein Freund. Müssen wir mal aufladen. Zack. Alles an Licht, was ich habe. Ja. Das ist sehr dunkel vorne hin, ne? Ja. Aus der Innensicht, ja. Nö, es geht eigentlich. Normal, Standard. Finde ich jetzt. Ich fahre mit Arbeitslicht und das ist voll dunkel. Ich habe auch Fernlicht an. Oder wie meinst du das? Mit Arbeitslicht. Arbeitslicht? Ja, das ist kein Fernlicht, das ist Arbeitslicht. Was ist denn das? Das ist die zweite Stufe vorne, oder was? Ja. Naja. Weiß, geht eigentlich, finde ich jetzt. So, ich habe das Feld auch fertig. Was haben wir noch für Felder? Die sind jetzt eigentlich alle fertig, ne? 4 Stück haben wir gehabt. Ja. Ne, wir haben mehr. Also wir haben 9, 10, also 8, 9, 10 und 14. Die 11 haben wir noch oben. Ach, 24 ist auch noch da, ne? Und die 11 und die 43. Aber die 43 müssen wir jetzt, glaube ich, pflügen oder irgendwie sowas. Da ist noch so ein Gestell drauf. Mhm. So, jetzt haben wir aber kein Saatgut mehr. Svenny kann vielleicht nochmal... Guck gerade. 1125 sind drinne. Geht das jetzt nicht? Sonst immer. Ja. Verstehe ich jetzt nicht. Wisst ihr was Schönes? Nee. Heute Abend habe ich einen neuen Monitor. Ah, das ist natürlich schön. Zurück nach dem falschen Gerät. Zack. Schön 32 Zoll. Wo kann ich denn meinen Saatgut auffüllen? Im Moment unterm Silo, aber das muss Sven jetzt auffüllen. Auffüllen, aber das mache ich sofort. Hm. Oh, das hätte ich bei einem Schneidewerk kaputt gefahren. Ach, lach. Das habe ich gesehen. Nichts passiert. So. Zack, aufklappen.
So. Ja, das Licht nach vorne ist wirklich ein bisschen schwach. We are just the same. Das ist halt Xenon, ne? Obwohl Xenon ja eigentlich schön hell sein sollte. Jetzt ist das leer hier, ne? Oder was? Ja, das ist leer, da kannst du auch nicht aufladen. Wie gesagt, wenn, ich weiß. Also, Dünger brauchst, Markus, am... am Dings, was soll ja, ich weiß. Genau, ja. War ich da auch erst hin? Warte, ich bin doch jetzt fertig. Da kann okay, rein und dann... Ich muss einmal umdrehen. Oh Junge, da ist mein Trailer mal ein bisschen gedriftet. Also ich fahre lieber in der Außenansicht. Oh, zwei gefahren. Also ich hätte auch ausladen können. Oh, fertig. Muss ziemlich genau runterfahren. Und dann fällt es von alleine raus. Jo. Jetzt. Ja, wenn das mit dem ist. Geht. Was? Ich habe ja auch darauf gefüllt. Oh ja, drin, aber. Stimmt, 59%, ja, sehe ich, okay. Aber Strom, sowas haben wir noch nicht, ne? Ne, noch gar nichts. Nicht gut. Ich könnte eigentlich die Zeit auch mal ein bisschen schneller vorlaufen lassen, wa? Wenn es funktioniert. Wenn es funktioniert, ja. Was meinst du? Mit der Zeit vor. Wie sollte das noch nicht funktionieren? Weil wir ja jetzt den Saison-Mod mit drin haben. Ah, ne, doch, es funktioniert. Doch, das geht aber. Ja, jetzt sehe ich es mal. Ja, gut, Saatgut ist leer. Also, die Gerste da drin. Ja. Da sind jetzt noch 202 drin. Mal gucken, was wir vielleicht entbehren können. Nix. Ja, das brauche ich ja nicht leer machen, die 202. Nee, aber jetzt haben wir jetzt noch Raps und Mais, ne? Raps, Weizen und Mais haben wir noch. Dann sind wir noch Weizen. Und mit Weizen können wir halt Mehl machen. Ja. Aber Saatgut ist halt teuer. Richtig. Also Dünger ist doppelt so teuer wie Saatgut, aber... So, Weizen soll ich nehmen, oder was? Ja, das andere kannst du ja nicht nehmen, ne? Raps könntest du noch nehmen, aber Raps ist, da kriegst du viel Geld für. Wenn du es verkaufst. Das stimmt. Na, dann nehme ich den Weizen. Was soll ich noch anpflanzen, jetzt? In Ordnung. Ich auch nicht. Mach nochmal ein Gerste. Gerste? Alles klar. So. Ja, meine Freunde, nur mal nochmal so zur Info. Wir werden immer so ein paar Folgen im Voraus aufnehmen. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Wünsche oder Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Stellt euch aber darauf ein, dass es dann nur ein paar Tage dauert, bis wir darauf reagieren. Weil halt die Folgen am Stück aufgenommen werden. Genau, weil sonst immer eine halbe Stunde spielen und dann erst wieder einen Tag warten, das ist, macht auch keinen Spaß. Und wenn wir gar nichts zu tun haben oder so, dann spielen wir alleine weiter, ohne Aufnahme. Das machen wir dann, zeigen wir euch dann. Das zeige ich euch dann. So, Feld 14 ist gleich fertig. Es ist so dunkel hier, wie im Kinderarsch. So.
Ich glaube, ich kann noch meine Lampen hier umstellen, wa? Ja, da. Weiter zur Seite noch mehr Licht. Zack. Aha, jetzt sehe ich das viel besser. Guck mal, richtig Licht hier. Wie ändere ich denn das Saatgut? Mit Z. Z, alles klar. Du hast, du sagtest, du hast bisher LS nur auf der PlayStation gespielt, Sven oder Markus? Ja, genau. Wie ist das so? Halt ganz was anderes. Da gibt's halt nicht so viele Feinheiten, sag ich jetzt mal, oder bestimmte Details wie hier auf dem PC. Okay. Zum Beispiel das mit den Mods, mit diesen zig verschiedenen Mods, die es da gibt und sowas. Die hast du halt nicht alle auf PS4. Hast du auf und PS4 auch überhaupt irgendwelche Mods? Ja, diese ganz normalen Ingame-Mods halt, ne? Sag ich jetzt mal. Du hast halt diese Waschanlage, da hast du nicht und sowas. Das passt alles nicht. So, und wie ist das mit der Steuerung? Steuerung ist recht simpel. Okay. So, Feld 14 ist fertig. Bin. Wo fahren wir denn jetzt mal hin? Du bist auf Feld 11. 11 bin ich. Dann mache ich das riesengroße Feld 24. Hm? So. Wo wir denn ein bisschen hin? Hier, von der Straße. Da. Dann über die Straße rüber. Eine Stunde bin ich schon mit meinem Trecker jetzt gefahren hier. Oh, es wird wieder hell. Schön. Aber bei unserer Zeit dürfte es ja auch relativ schnell gehen. Bei 120. Das ist ja süß, das Feld. Ruckzuck, fertig. Was brauchen wir denn eigentlich für Schafe, Sven? Da brauchen wir doch nur Wasser und Gras, ne? Schafe brauchen nicht viel, die brauchen nur Wasser und Gras, genau. Ja, ja, ich glaube schon. Die meisten Tiere, die was brauchen, sind Kühe. Ja. Da könnte man ja vielleicht fast überlegen, wo man sich einfach ein paar Schafe schon mal holt. Dann hat man mit denen schon mal ein bisschen was zu tun. Ja, Wasser, Gras oder Heu. Ja. Ja. Gras, also ich sehe es jetzt hier bei mir, es wächst, wo ich jetzt hier gerade lang fahre. Also bei mir auch. Das ist auf jeden Fall gewachsen im Gegensatz zu eben. Ja. Also das meiste, was. Das sind Schweine. Schweine brauchen am meisten. Schweine? Okay. Ja. Wir haben halt Wasser, Stroh, Körnermais, Weizen, Gerste, Raps und Kartoffeln. Mhm. Und Kühe, die haben halt Wasser, Stroh, Gras, Silage oder Heu und Kraftfutter. Große Nachfrage beim Pferdehof für Salat. Haben wir nicht. Nee. Habt ihr auch bekommen die Meldung, oder? Ja, ja. Ernst? Ach so, du hast den. Ja, ja, du hast ja die Zeit hochgestellt. Ja. Ich hab gedacht, so, was ist denn hier los? Alter, ich hab da gerade was reingetan und schon ist Saatgut fertig, oder was?
Ja, die Zeit stellen wir dann immer wieder runter. Nur jetzt für den Moment. Ich bin der Radladerfahrer. Also ist wirklich nicht groß hier das Feld, da muss ich. Also doofe Ecken drinne. Wer ist denn du gerade? Feld 24. Ach so, da, ja. Frag mich, was da auf 43 ist. Was ist das für. Das sind, hab ich gerade schon gesagt, das sind solche. Den kannst du nicht wegnehmen, nur mal so nebenbei. Genau, da was ist das? Hopfen wurde Holz angebaut, so ja. Holzgestelle. Ach so. Das ist immer so? Ja, ja, das kannst du auch nicht wegrobbern, habe ich mich schon mal versucht. Okay. So, ich mache hier auch nochmal Raps drauf noch auf das Feld. Weil das ist so klein. Wie lange dauert das denn eigentlich mit dem Sand? Muss eigentlich jetzt auch fertig sein. Guck gleich mal. Aber da kann man gut Kohle mitmachen. Ja. Zack. Kommen wir da rum? Kommen wir. Sehr schön. So, ich hätte mal eben das Saatgut wieder aufladen. Also reinmachen. Da sind jetzt 6864. Und das ist doch schon mal schön. Also da haben wir ein bisschen was. Ja. Aber ich glaube, eure beiden Maschinen einmal voll, ist das Ding wieder leer. Ja, das glaube ich auch. Ja, irgendwie so um die 3000 oder so. Ich da schon mit. Oh, in 10 Tagen muss mein Trecker in Erwartung, der Case. Wie das funktioniert, habe ich auch noch nicht verstanden. Muss in der Werkstatt fahren. Ja, weil das gibt's nämlich auch für PS4 auch. Nein. Doch. Doch, oh, Scheiß. Das gibt's ja. Okay. Nur das Problem ist, du hast es halt angezeigt gekriegt, ne? Dass er ja zur Wartung muss. Ja. Aber es gibt halt keine Werkstatt da. Weil wir haben ja eine Werkstatt am Hof, vielleicht muss er dahin. Doch, es gibt eine Werkstatt, eine platzierbare. Ja, glaube ich. Als Mod meinst du, ne? Nee, ich glaube, die gibt's auch so schon im Spiel. Warte mal, ich guck mal eben. P. Platzierbare Objekte. Da, Werkstatt. 28.000 kostet die. Okay. Ist direkt von. Von Giant? Drin. Ja. Also eigentlich müssten wir uns die auch noch kaufen. Aber wir haben eine Werkstatt, wir haben eine Werkstatt am Hof. Ist die auch so wie die Werkstatt im Dings? Ich weiß es nicht. Ich glaube, kannst du mal gucken, fahr doch mit dem. Ich weiß nicht, wie du den Ding da vom hinfahren kannst. Ich glaube nicht. Weiß ich nicht. Wohl doch, kann möglich sein. Geil ist ja auch, wenn du diese Seasons drin hast, später, wenn es schneit, hast du wirklich Schnee überall liegen. Ja. Das ist schon echt geil. So.
Fahrzeug konfigurieren oder direkt verkaufen. Geht hier. Wenn ich jetzt R drücke, dann kann ich. Oh doch, Reparatur. Kann ich machen. Ja. Wenn ich da jetzt drauf drücke, kostet das für mich 25 Euro. Mhm. Für mein Deutz. Ich um mein Deutz. So, ich komme zurück zum Hof, habe alles gesät. Ich fülle jetzt erstmal auf, wieder die Maschine. Dünger hole ich mir da hinten und Saatgut voll, dass das Ding wieder einsatzklar ist. So, ja, ich wollte das gucken. Moin, oh scheiße, Entschuldigung. Oh Mann. Heiß denn mich rein, ey. Originale nichts, genau. Aber sowas von. So. Okay, die haben das aufgestockt. Man kann jetzt 70.000 Sand haben. Und ich darf 200 fahren. Ah. Alles klar. Betriebskosten Fahrzeuge 4.700. Alter Schwede. Beide. Klar. Oh, die Katze hat mich anmiaut. Muss natürlich da mit dem Gespann jetzt gleich erst noch einmal noch in eine Waschanlage fahren, ne? So dreckig. Kann ich das natürlich nicht wegstellen. Ich hoffe mal nur nicht, was ich jetzt gerade gesehen habe, dass wir jetzt keine unterschiedlichen Wachstumsstufen in den Feldern haben. Das mag ich nicht. Nee. Muss gepflügt werden. Robert im Wachstum. Wir sind alle in der gleichen Wachstumsstufe. Ja. Na, es ist ja richtig nebelig, Alter. Oh, ja, regnet auch. Ja. Ich sehe gar nichts mehr. Gar nicht? Gar nicht. Gar nicht. Ja, nee. Ups. Da hinten liegt dann noch ein halber Düngerpalette. Ich glaube, ich werde ihn da hingeschoben hat. Weiß ich auch nicht. Ich sollte vielleicht mal meine Tür zumachen. Oh jo. Dach muss auch dicht. Regnet ja hier. Die Scheinwerfer muss ich wieder zurückstellen. Wenn nicht ja die ganzen Autofahrer. Danke. Boah! Das war ein klassischer Rechts-vor-Links-Unfall hier. Du Idiot. Mich voll gerammt. Idiot. Idiot. Oh, jetzt hat er aber zu ziehen, du Hariasse. So. Das Schöne ist, in der Waschanlage kommt das Wasser auch durch die Fahrerkabine. Ja. Macht er bei Regen auch übrigens. 18 ja? Euro kostet das Waschen. Habt ihr euer Geld eigentlich jetzt auf die Bank gelassen oder habt ihr es auf dem Dings? Nein, ich hab Dings, weiß ja. Aufs Portfolio. Genau. Okay. So, da meiner noch am Waschen ist. Sieht das aus? So, wir haben jetzt den letzten Tag.
Und dann haben wir 2 Tage Pause. Und dann können wir irgendwann anfangen zu säen. Und dann können wir auch gleich schon wieder ansäen dann. Wir müssen im Herbst noch ansäen. Ja. Damit das über den Winter, da Wintergerste und so ein Scheiß da. Das werden wir wahrscheinlich im nächsten Jahr dann abernten können. Also mal gucken, wie wir das machen. Was haben wir denn jetzt hier? Ich war ja von vorhin, war ich ja mit meinem Papa sein Auto anmelden, ne? Mhm. Er wohnt in Extertal. Weißt du, was ist? Ja, weiß ich. Ja, weißt du, ne? Das ist ja da so in den Bergen so ein bisschen, ne? Ja. Und da hat es richtig fett geschneit. Aha. Also richtig stark. Und nicht mit meinem Benz. Ich und meinen Benz, ey, das war echt krass. Also ich bin nur am Schlendern gewesen, trotz Winterreifen. Ah. So, ich werde den jetzt mal Sand verkaufen. Ja, okay. Warte, das können wir in der nächsten Folge machen. Wir sind nämlich schon bei 31 Minuten angekommen. Spät. Zu spät, ja, ich sehe es, das Rad hat gerade hoch. Ich sehe es schon laufen. Ja, bei mir auch. Wird es ja aufgeteilt, das Kohle. 88.000, Alter. Nice. Du hast 88 gekriegt? Nee, insgesamt 88. Ach so, ja, klar. Ich weiß, wie viel ich jetzt. Ich habe ja das Hofkonto hier oben. Ich habe jetzt insgesamt 34.000 drauf und 16 Wagen. Nee, 5 Wagen, glaube ich, noch drauf. Mhm. Ja, in der nächsten Folge kann ich nochmal Sand verkaufen. Ja, super. Dann machen wir das doch und, Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst Daumen und Abo da und wir sagen, sehen uns in der nächsten Folge wieder beim LS17 hier auf der Südhemmern. Bis dahin, haut rein. Ciao. Ciao. Bitte.